Willkommen zu einem neuen Film. Wir waren am 2. Februar 20 in der Wiepeschratter Mühle beim Lachsforellenangeln. Wir waren zu dritt unterwegs, Katrin, Toni und ich. Neben uns hatte sich der Manuel noch einen Platz reserviert und zwischendurch zu Besuch kam der Eddie, um ein wenig uns auf die Finger zu schauen. Im Hintergrund könnt ihr sehen, dass Katrin direkt schon ihren ersten Lachs drillen konnte. Das war schon mal ein guter Start. In der Zeit war ich noch meine Kamera am Aufbauen. Erstmal also ein bisschen aus dem Matsch bringen hier. Aha, aha. Oh, oh. Das ist wieder. Ich weiß nicht, was das ist, aber klein ist es nicht. Ja, ist eine gute. Ist hier eine gute. Geht um die Insel? Ich hoffe nicht. Ja, kommt rüber. Pass auf, die ist bei dir drüben. Oh ja, ist eine gute. Pass auf, die kommt jetzt zu dir, die kommt rüber. Ja, 2 Kilo, 3 Kilo vielleicht, größer ist sie nicht. Aber die macht gut Spaß. Ja, geht, geht. Nee, mittelgroße. Mit 2 Kilo wird sie haben. Nee, geht. Aber schön Alarm gemacht. Ja, das hab ich mir gedacht. Ich hab gesehen, die war da hinten. Ja. Ja, die sind super. 18 und 15 Gramm habe ich. Ich glaube, 6 habe ich mir auch mal irgendwann geholt. Aber mehr als 2 Kilo, oder? Das ist ein scheiß Matsch hier. Die schon 2,5 bis 3 könnten die haben. So, und dann unter anderem, die hier, die sind ja, sind das die schon oder sind die noch eine Nummer kleiner? Auch so, dachte ich. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Scheiße, da muss ich nachher nochmal gucken. Guck mal, die so, zack, mittig rein. Dann gehst du noch ein paar Millimetern raus. Ja. Gerade, fertig. Okay, und auch bei den kleineren hier? Auch bei den kleineren, genauso, okay. Ja. Huhn, Katrin? Was? Aufs Huhn? Ja.
überlegen. Gaskarpfen sind sich aber geschützt, ne? Ganz hier. Gas, ja, ich will nur anfüttern, siehst du ja. Ich bin am Anfüttern. Aber die wollen nicht so richtig. Okay. Ja, die sind ein bisschen launig. Das ist für meine Frau, die ist Vegetarier. Hast du meine Frau gefangen, Vegetarierin? Das ist bezahlt, das darf ich auch mal einen Fisch fangen. Ja. Ne? Toni, das ist für Nadine. Die isst ja nur Salat. Dann holen wir an. Kannst du mal die Box holen? Die nebendran, in der Seite drin. Die Waffenbox. Ne? Mhm. So, dann nehmen wir mal die schönen. Natürlich einen großen Haken, einen Sechser. Das ist jetzt ein Sechser. Das ist ein Vierer. Das ist ein Vierer. Weil ich deswegen, der hatte mir auch gegeben. Ja. Sagt er, Sechser und Achter, alles gut, aber sagt er, nimm die von uns, nimm die in Vier und in Sechs, dann weißt du, wenn du das zweite hast. Ne? Ich habe dir jetzt auch ein Viermal geholt, beziehungsweise ein Vier. Ja. Ne? Und den Snap bindest du aber ganz normal direkt. Du hast ein Stück Fluorcarbon. Nicht viel, ein Stückchen nur. Ja. Ne? Weil das jetzt mit dem Knoten will ich da mal einfach probieren. Ne? So, die habe ich. Ich habe mir von dir einmal 50er geholt. Ja. So jetzt nimmt man den hier ist ja die Naht. Dann ja, du, okay. Gehst du da rein. Ja, und du musst gucken, dass du gerade drüber kommst. Ja? Wie weit gehst du? Jetzt bin ich ein bisschen daneben, ein Stückchen zurück. Okay. Dass der also auch oft in der Naht rauskommt. In der Naht am besten. Okay. Aber es ist halt. Jetzt bin ich ziemlich genau mittig. Jetzt sagst du, das ist ein 50er. Das ist ein 50er. Ich etwas größer. Das sind 65er, die sind noch da drin. Ich habe nur von einer Farbe einen 50er geholt. Okay. Ja, wenn ich jetzt einen. Ja. Der läuft. Ja. Den kannst du auch werfen. Wenn ich jetzt einen etwas längeren habe, dann kommt der wo raus? Kommt der direkt am ersten wieder raus? Oder kommt der an den zweiten geringelten raus? Danach gucke ich gar nicht. Okay. Ich gucke nur, dass ich mittig offen in der Naht bin. Alles klar. Das hängt davon ab, wie lang der Haken ist. Aber das muss man halt dann einmal, zweimal stechen, mal testen und gucken, wo du halt rauskommst. Weil, wie gesagt, der schickt mir ja auch die Knappbacks. Ja. Und ich will mal die machen, ein paar von denen. Und auch ein paar Knappbacks, dass ich die alternativ habe. Und die dann eben auch rechts und links rein. Dann weiß ich ja nicht, was ich habe. Ne? Und ich habe mir da auch eben 3 Dreierperlen und 2 Achterperlen bestellt, weil 3 Fünfer gab es nicht bei dem Forellenangeln. Du brauchst bei den Waffern schon ein bisschen Gewicht auf dem Tanksten. Ja. Zu leicht kannst du die auch nicht fischen, dann arbeiten die nicht richtig. Okay. Ja, deswegen sagt er mir, wenn du dir hier, also wenn du unbedingt schwarze haben willst, also du kannst auch die hier, weißt du, dann leuchtet der die an. Ey, ist der Junge, das ist doch alles nur Schmuck am Nachthemd, ne? Ja. Knipst du ihm Äußchen, da grinste er, da musste ich. Okay. Ja, wenn die unbedingt in kleiner und nein, sag ich, gib mir mal die Vierer mit, ist schon okay, weil du ja gesagt hattest, die kannst du auch überall anders bestellen. Ne? Und die abzu mal leicht antwitschen. Ja. Siehst du? Ja, aber tatsächlich nur über so eine leichte Route. Jetzt kann ich mir das auch vorstellen, weil bei dem anderen, bei dem XP9, da musst du ja schon richtig Gas geben, dass du da vorne überhaupt eine Aktion drin siehst. Ne? Drüben in der Ecke, ne? Was haben die denn für eine Hecke da, ey? Du kannst doch die Forelle quasi auf Land ziehen. Die ist also wirklich hinten wasserbündig Boden, ne? Na, verhauen. Und diese kleineren Boxerfett, die ich da jetzt habe, die sind aktiver als die Backwürmer. Die führst du anders. Die musst du halt, wenn du die gerade ziehst, dann machen die keine große Aktion. Wenn du aber ganz leicht mit den Fingern so einen Impuls gibst. Da. Okay. Guck mal vorne die Rutenspitze. Guck mal da rein. Ah, dass du selber tragen kannst. Da musst du nicht aus dem Handgelenk zupfen, sondern du machst nur hier. Zack, 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 zack. Okay. Mal gucken, wie tief ich bin mit dem Backwürmer, mit der schon. Jetzt bin ich unten, siehst du das? Nur hängt durch. Ja. Jetzt kurbel ich wieder an. Lässt du den denn auch schon mal einfach runtergehen? Da ist er. Da. Gesehen? Von absinken. Hat sie den genommen. Waffform, ja. Sollten Eddie gerade zeigen, wie der absinkt. Und absinken ist sie draufgeballert. Ein Paradebeispiel. Das war jetzt mal so, wie es sein soll. Ganz vorne. Aber so, hast du gesehen, hat sie den direkt genommen, ne? Ja.
Ja, geht schon, geht schon. Wie weit hast du dabei die Bremse aufstehen? Ich habe es jetzt mittlerweile ein bisschen weiter zu, weil ich habe selbst in den Videos, wenn du selbst die Videos anguckst, ja, dann siehst du, oh Gott, hast du die Bremse weit offen. Ja. Aber das ist alles nur so ein, wie soll ich sagen, passives Umdrehung, Empfinden, oder? Weil wenn du drillst, kriegst du es A gar nicht so mit, ja, B willst du auch den Fisch dann nicht verlieren. Ja. Und ich stelle dir oft genug mal beim Drillen noch die Bremse nach. Ne? Der Haken sitzt aber bombig. Cool. Jetzt genau oben im Lippchen. Super, da, wo er hingehört. Vielen Dank. Ich guck mal. Also ich bin ein bisschen versetzt, ich kann ja nichts war. Nehmen wir wieder in die andere Richtung. Und wie lange hält so ein Ding durch, wenn die drauf? Und wenn du drei Fische? Lass mal gucken. Also zwei kannst du damit kriegen. Also ein guter, der zerrupft dir den auch schon mal. Aha. Oh, so kann ich mit leben. Ja, das sieht ganz anders aus, ja. Und ich würde den sogar noch, auch für den kurzen, wenn die den mal nehmen, und zerfleddern, einfach nur mal kurz. Vielleicht hast du nur noch einen 30er oder einen 25er. Vorne ab? Oder vorne, nicht? Ja, vorne. Ja. Immer vorne. Weil da ist ja auch ausgefranst. Okay. Vielen Dank, Eddie. Das sieht eher nach. Das Milch. Das ist, glaube ich, das ist mit Molke, ja. Probieren wir, ob da Zucker drin ist? Nein. Nein. Das ist gut. Dann bleibst du auch gesund. Hinten hat blonde Bier, das kann sich das ja erlauben. Der hat gerade nichts ins Berippe, das Vieh. Das ist ja so mager, du. Ja, du und das ist vom Fleischfels, ne? Für die kriegst du keinen Kilopreis. Also den Körper, den du hast, da könnte man auch 4 Zuckerstücke reintun. Ja, ne? Hm? Der hat der Kann, ne? Eine Kartoffel für einen Oberzünder. Ach, Quatsch. Prost. Prost, danke. Prost, Katrin. Oder Nase. Nicht meine. Nee. Der angelt unfair, der hat ja Teig dran. Berliner? Nein, danke. Du Berliner. Du? Jo, wenn du da hast. Soll ich noch solche Jacke tauschen? Bist du durch? Nein, noch nicht. Weißt du jetzt, warum ich die hab? Ja, so arbeitest du eigentlich, ne? Ja, die kannst du kaufen. Die sind teuer nicht, und das ist Gore-Tex. Die kriegst du relativ günstig, echt. Und wenn die nicht dicht sind, dann machst du die selber dicht. Ich hatte mir jetzt solche gekauft, aber das war ein bisschen spät jetzt für Druck zu springen. Letztes Jahr mit dem Willi, auf Karneval da hinten, bin ich extra noch gefahren und habe die Jacke geholt. Was hier dicht war, ich froh, ne? Du holst dir beim Waschpark für 6 Euro eine Heißwachspolitur. So ein Chip, ja, und rennst dann durch die Waschstraße. Ich habe sogar noch eine kleine Massage dabei. Dann sind die dicht, die Jacken. Das kommt zum nächsten. Hoa, 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 sehr schön, danke schön. Guten Appetit, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke. Also, das finde ich ja wohl gut mit dem Kaffee, dass da auch selbst die Bedienung ist. Mhm. Und für den Becher anspruch, die kannst du ja nur noch nicht sagen, ne? Der schmeckt, ist heiß, was willst du noch mehr? Mit dem Deckelchen, das ist schön. Ja. Ich überlegt habe, wie kriegst du jetzt 3 Stück? Das wird ja doch heiß bis hier, ne? Das aber so stimmt. Kannst du sehr gut tragen mit dem Deckelchen. Du musst die ganze Kanne mitnehmen. Ja, oder so. Womit bist du dran? Mit Schuhen? Ne, Gummi. Mhm. Und? Eine. Direkt hier vorne, der ist? Mhm, ziemlich weit. Was macht der denn rechts an dir? Hat das Kuchen dran? Mhm. Teig. Ne, Teig. Teig ist ja schlecht. Ja, und jetzt will ich nicht. Bei ihm und bei mir lief die ganze, also jetzt die ganze Zeit orange. Du hast einen Haufen Biss gehabt, ne? Mhm. Auf was? Drei verloren. Orange? Zwei aufs Spoon und einer auf die Grund und drei habe ich rausgeholt. Farbe? Orange. Orange. Und Spoon dauerhafter Wechsel. Also immer nur auf einen Biss. Okay. Das sind auch Probates von der Messe, habe ich mir die geholt. Ja, die habe ich. Mhm. Also das sind Probates und Probates, die in der ungefähr in der Farbe habe ich die als Boxerfett. Okay. Glowen die auch? Nein, die sind nur, dass sie da sind. Okay, die riechen aber auch nach Bubblegum. Das ist Bubblegum, bisschen, ja. Ne? Ja, schon mal meistens Bubblegum. Ja, weil ich habe, der hat ein paar offene Gläschen da stehen, da habe ich mal die Nase dran gehalten, also da könnte man bei Probate sofort riechen. Ne? Okay. Die machst du auch mit dem Viererhaken, oder? Ja. Ja, ich fisch eigentlich einen Haken durch. Okay. Wenn ich jetzt ganz kleine Köder nehme, dann tue ich ihn mal wechseln, aber ansonsten bleibt der Haken. Immer ja, die haben Dampf, ne? Ja, wenn das, wenn Dampf, das eine von 2-3 Kilo ist, die haben schon ordentlich Dampf. Ja.
Mhm. Biss. Reingeworfen, direkt Biss. Echt? Ist losgelassen wieder. Jetzt hat sie wieder. Jetzt ist sie hinterher gegangen, ne? Weg. Ah! Scheiße. Bitch. Oh, jede Menge. Wie viel hast du manuell? 6? Ich denke mal so zwischen 6 und 8 ungefähr. Sah gut aus, ja. Hast du die geschleppt oder hast du die aufgrund stehen lassen? Ich sag mal halb-halb. Halb-halb? Ja. Nee, noch gar nicht. Eine kurze Zuppel. So, auf Gummi hatte ich einen Biss gehabt. Auf Gummi habe ich einen eben noch verloren. Also hat genommen beim Einwerfen direkt. Da habe ich mit einem Eddie gequatscht. Ne? Dann merkt ihr, tup, tup, tup an der Schnur. Dann habe ich dann kurz nachgegeben, dann hat es losgelassen, ich nochmal nach. Genau. So sieht das aus. War ein Problem daheim. Ja. Die sind vom Probates. Mhm. Ich bin auf der Messe geholt. Ja. Einfach mal testen. Die kannst du halt schön wirklich langsam führen auch. Ne? Ja. Dass du die schnell ziehst, haben die immer noch schöne Aktionen mit dem Schwänzchen hinten. Die laufen gut, müssen halt fangen, ne? Das ist das eine. Ich hab mir jetzt mal ein Spuren geholt von, was ist das? Die neuen, die sind so verdreht. Buffform sind das. Das sind die langen, die da liegen. Nee, Spuren, ne? Das ist ein Spuren. Ach, die Spuren, ja, stimmt, ja. Ich hab aber die Spuren und die sind von Spro. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, Twist-Spuren heißen die da so ähnlich. Also so laufen die ja echt schön, ne? Ja. Obwohl der Spoon ja eigentlich sich nicht drehen sollte. Ich muss nochmal untermachen. Ich habe mir jetzt Geflochte drauf gemacht und zu wenig unterfüttert. Hm. Ich habe den Sprengring noch genau, nicht abgemacht. Genau, das sind diese Spruchdinger, genau. Aber ich finde, die laufen echt. Die laufen gut. Die laufen geil, wie die, ne? Genau. Wie ein Spiralchen, ne? Ja. Also man kann es echt tot kaufen mittlerweile an Ködern, das ist nicht normal. Fahren, ne? Nee, die also hier, die auf Grund, die habe ich gar nicht so weit raus gehabt. Mhm. Vielleicht so wie du jetzt, maximal. Ja. Ja, aber wie gesagt, der dritte, vierte Platz hinten, da ist ja so eine leichte Senke. Da geht es ja hinten vom Einlauf, auch der Reststrudel geht darüber. Da stehen die gerne, auch im Sommer stehen die da. Mhm. Ich habe mich jetzt echt nur dahingesetzt eigentlich. Weil frei war, ne? Weil frei war und ich dachte, komm, mit euch hier sitzen schön. Ja. Hinten die Jungs haben wir auch nicht schlecht gefangen, ne? Ja, der Eugen auch nicht. Der Eugen. Ja, mir geht es heute nur um den Spaß. Heute geht es nur eine Trommel hier groß. Ne? Mir geht es sowieso nur um Spaß. Ich habe eine große direkt schön gekriegt. Die wird so jetzt mal 3 Kilo haben um den Dreh. Okay. Mhm, direkt die erste auf Grund. Und eine nachher nochmal auf dem Gummi, auf dem Buffform. Habe ich gerade Eddie erklärt, wie man den aufzieht. Und bumm. Ja. Ach, die noch. Direkt, ja, das sind auch. Direkt Vorführeffekt. Ja, ne? Geil. Ja. Ja. Eine schöne. Platz 5. Box dann, Platz 5. Nehmen wir schon mal die Routen. Ja. Ja, meine.
Ne, bis jetzt geht es. Die ist hier vorne gerade wieder. Die kommt zu dir, Vorsicht. Ja. Voll drauf genagelt. Ja, hier die nicht so rein rüber, also das kommt von daher. Das ist eine schöne. Das ist ein Erfolg. Das ist gut, Willi. Machen müde. Oh ja, oh ja. Eine schöne. Die sieht gut aus. Die sind aber ganz vorne, siehst du? Okay. Ja, das ist das Problem. Nee, nee, ist nicht so weit. Danke. Der Kescherkopf ist schön groß, ne? Okay, warte, warte, warte. Nee. Kleine gibt der Willi sich schon nicht ab. Bleibt der Schwimmer. Noch ist er nicht drauf, ein bisschen geschmeidig. Und dann fangen sie wirklich gut. Genau den wollte ich auch haben, Nico, oder nichts anderes. Ganz schön bockig ist das. Kommt wieder rüber. Vorne. Nee, 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 nee. Der Kescher ist die Scheiße. Der biegt sich. Ja, den kannst du nicht führen. So, tust du mir einen Gefallen? Nimm einen. Tu mir den Gefallen. Deiner ist zu weich. Den kannst du nicht führen. Der ging nicht weg, Ja, wenn wir dich so zurückführen. Ja, das haben wir nicht. Ein bisschen. Noch zwei, dreimal eine Oberfläche. Mitgeschnappt, ich hab dich versucht, mal hochzukriegen. Warte, 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 warte. Nee, nee, nee. So nicht immer. Ich mach mich fertig, ihr zwei. Ja, was soll machen? Ja. Katrin, tut mir gefallen, lass mal einen Toniker schon. Einer reicht, sonst haben wir nachher die Schnur dazwischen. Das ist schon hier, was du in Rücken führen kannst, weißt du.
Er hat sie verloren. Ja. Besten Dank. Eine schöne. Ja, ja, okay. Schönes Tier. Petri, Dank. Petri, Dank. Ein schöner wieder, ne? Wieder so ein 3 Kilo Tier. 2,5, 3 Kilo. Schön. Auf was hast du sie bekommen? Auf einen schwarz-weißen Buffform hier. Okay. Nein, ein Boxster. Geht den. Ah, Boxster. Boxster, nicht Buffform, Boxster. Abgerissen? Nee, der Düngerspeck, okay. Schwänzchen sind knapp. Also. Ja, schön. Ja. Aber auf Grund, ne? Also runtergelassen, und dann ist sie auf Grund direkt kurz mal angezwitscht, ja? Ist sie hochgekommen. Hat sie den genommen, also ziemlich weit unten. Und hast du auch Angst, die zwei Ketten? Ja, das ist, noch, das ist. Weißt du noch, wie bei mir mit drei Brüchen? Ja. Ja, das Problem ist, wenn die dann zwischen den beiden Keschern durchschwimmt und bleibt an dem Kescherkopf hängen, ist sie weg. Ja. Dass beide köchern können, das weiß ich ja, sonst würde ich ja nicht zulassen, das ist aber. Vertrauen schon, aber. Boah, heute. Was haben wir? Heute mein erster Tag. Weißt du? Da ist ja noch Luft nach oben. Darf ich vorstellen, der neue? Petri, Dank. Nach dem Auswerfen des Boxster Fett in Schwarz-Weiß habe ich festgestellt, dass auf der Spule eine Schlaufe war. Die habe ich dann rausgemacht, wollte dann gerade bei der Kamera den Akku tauschen. Und ich war noch keine 5 Meter weg, da ging auch schon meine Rute. Gut, dass der Toni direkt nebendran stand, sonst hätte es sein können, wenn die Forelle das zweite Mal ordentlich gezogen hätte, hätte ich meine Rute wahrscheinlich im See nachtauchen können. Den Köder hat die Forelle quasi komplett vom Grund aufgenommen. Die Boxster Fett sind schwimmend, die Tangstenperle am Haken liegt quasi auf Grund und durch die Länge von dem Boxster Fett schweben ungefähr 3 bis 4 cm dann im Wasser. So kann der Fisch den Köder wunderbar aufnehmen. Nachmittag ist es dann auch ein bisschen ruhiger geworden am See, viele sind schon nach Hause gefahren. Ich habe mich ein bisschen links von der Insel hingestellt und konnte nach einigen Würfen direkt die nächste wieder verhaften. Ja, ist gut. Die Forelle hat ein Paar in 2,4 Gramm genommen. Die Optik war, oder die Farbe, silberweiß.
blau. Mhm. Ich bin zum Rad hier vorne hin. Und ich nehme mich. Da ich will direkt eine Matschstunde. Habe ich nämlich mit. Ich habe die auch auf, wenn ich mit zu kurzen Vorfächern an. Bis so 1,20 habe oder so. Und dann überschlagen sie bei mir auch immer. Wenn ich kotzen lasse, gerade. Gerade stehen sie dann da, dann lass sie hinwerfen. Ne? Nächster Wurf, nächster Treffer, wieder der Pal in 2,4 Gramm, weiß, silberne Optik. Wir hatten trotz Regen, viel Wind und Matsch einen schönen Angeltag, konnten einige schöne Forellen fangen. Toni ist leider Schneider geblieben, das passiert schon mal, selbst wenn man weiß, was man tut. Wir wünschen euch mit dem Film viel Spaß und geht angeln. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.